Was geht, liebe Mitmenschen? Herzlich willkommen zur 65. Episode unseres Kenshi Let's Plays. Mir ist jetzt schon heiß, wenn ich nur hier sitze. Ja, wir hatten vieles vor, und zwar machen wir natürlich erstmal hier unseren Hanf ready. Ja, wir brauchen mehr Hanfplantagen, das ist ja ganz klar. Hat da eigentlich mittlerweile der Khalid auch schon den Job für die nächste? Ja, den hat er schon, okay. Bewirtschaftet er die? Das wird er schon machen, oder? Vielleicht brauchen wir echt einen zweiten Brunnen, oder? Ja, weil er wartet jetzt halt hier. Ja, das ist Shit, Leute. Wir bauen direkt einen zweiten Brunnen. Ganz klare Sache. Landwirtschaft, Brunnen. Ja, genau. Wir haben halt nirgends 100%. 70 ist alles, was wir holen können. Würde ich den da direkt daneben klatschen. Einfach. Der Schwifti wird sich dann darum kümmern, den zu bauen, denke ich mal. Wir müssten dann mal noch schauen, dass wir langsam Stuff verkaufen gehen, oder? Weil ich glaube, Happy war ja voll, genau. Ja, und hier ist halt quasi auch voll. Okay, dann direkt den Swifty packen. Ah, dann baut er jetzt hier halt nicht weiter. Ah, ich würde schon gerne, dass er vielleicht hier noch das eine weitere fertig baut. Machst du das noch schnell? Geile Meile. Mach das mal noch schnell fertig und dann geh mal los, ja. Obwohl, mach auch noch den Brunnen schnell. Bitte. Das wäre cool. Du machst den Brunnen schnell, genau. Dann kann der Khalid schnell das dritte Feld noch in sein Jobmenü eintragen. Braucht eh mal noch einen Arzt auch. Und den bitte mit Prio. Genau, hat er überhaupt Medics dabei? Das wird hier wieder randaliert. Ja, wie auch immer. Ich hatte gestern einen sehr unterhaltsamen Tag. Und zwar war ich im Biergarten beim Arbeiten. War erstmal nicht so viel los, war noch ziemlich bewölkt und so. Hier geht's allen gut, oder? Ja, das ist tipptopp. Wäre noch ziemlich bewölkt und so. Als meine Schicht dann rum war, so um 3, wollte ich dann eigentlich auch gehen. Dachte, chill ein bisschen daheim oder so, mach mal ein bisschen Stuff, kümmere mich um dies und das, wisst ihr, wie es ist. Einfach so ein bisschen Stuff erledigen quasi. Und habe dann festgestellt, noch im Biergarten, dass gleich ein Homie kommt, ja, den ich noch von früher kenne, der da auch mal studiert hat, der aber abgebrochen hat und mittlerweile woanders zugegen ist. Wir könnten mit Rain nochmal los, um zu trainieren. Das wäre cool eigentlich, oder? Aber das machen wir nachher. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass unsere Stockings wieder laufen, würde ich sagen. Genau, und als ich eben mitbekommen habe, dass der noch rumkommt, war dann natürlich klar, Alter, dann bleibe ich natürlich noch eine Weile, ist ja ganz klar. Und dann ist es ruckzuck ausgeartet. Ihr wisst ja, wie es ist. Bei uns gibt es da im Biergarten Moscht. Ich weiß nicht, wie ihr zu Moscht steht, ob ihr Moscht kennt, ob ihr Moscht mögt, ob ihr Moscht hasst. Ich glaube, es gibt immer nur so die zwei Möglichkeiten, entweder man liebt oder man hasst es. Ist irgendwie so. Ich finde es auf jeden Fall ganz geil und gestern habe ich dieser Liebe ein bisschen ja, Ausdruck verliehen, indem ich durchaus ein paar Moscht getrunken habe. So. Ja, und bin danach halt noch weitergegangen. Wisst, wie es ist. Also, wilde Geschichten waren das, wilde Geschichten. Wisst ihr, was ich mir neulich überlegt habe? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Oh, wir können beim Ion mal reingucken. Wie sieht es denn da mittlerweile aus? 66, Rüstungsqualität hoch, dope. Alter, richtig gut. Wie sieht es hier denn aus? Ah, damn, ja, okay, die gehen bald wieder voll. Ah, da ist noch einiges an Leder da. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Alter, wir ziehen das mit dem Leder, das wir von Anfang an hatten, wahrscheinlich knapp auf 70, 80, oder? Genau, und dann machen wir mit dem Hanf hier, sobald bist Bescheid, legen wir los. Ja, Schwifti, komm, willst du das gerade auch noch bauen? Muss ja eigentlich nur noch Hanf rein. Ja, komm, mach das mal. Hier, guck mal, Invent öffnen. Nehmen wir hier ein bisschen Hanf raus. Ist da gerade welcher da? Ja, geil. Nimm mal so viel geht und klatsch das da rein. Wie viel braucht es denn da noch? Ja, siehst, hast sogar zu viel. Dann kannst du, ja, hau es mal da rein. Okay, jetzt braucht er noch zwei und hat aber noch vier. Also können wir zwei weglegen. Schauen wir uns das schnell an. Khalid ist hier ready. Das ist jetzt natürlich blöd, dass die alle relativ zeitgleich losgehen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil dann hat er sehr viel Hangtime, in der er quasi nichts macht. Das heißt, ich werde jetzt hier noch chillen, bis ich ihm das hier als Job eintrage, damit das so ein bisschen durcheinander ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt aber Swifty. Oh, wisst ihr, was ich auch noch machen muss? Wir brauchen mehr Strom. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass es hier schon stellenweise mit dem Strom knapp ist. Auch das werden wir machen, keine Frage, aber jetzt gehen wir erstmal Shit verkaufen. Ganz klare Sache. So, dann wohin geht's? Ab zur Flachlagune, oder? Würde ich jetzt schon sagen. Machen wir das. Alles klar, okay. Die machen hier ein bisschen Business, holen mal wieder ein bisschen Baumaterial und Eisenplatten ran. Das ist gar nicht schlecht, zumal unsere Kupferlager hier gerade eh brechend voll sind.
Roheisen ist gerade gar kein Star. Wer hackt denn da? Eigentlich dachte ich, dass das ja, Whisper und Swift, ENB, glaube ich, gerade machen, gell? Ja, okay, alles klar. Die gehen dann da immer hin, hacken ein bisschen und ja, hauen dann rein. Essen ein Brot. Sehr schön. Das klappt also alles tipptopp. Das ist ideal. Jetzt gucken wir hier gleich nochmal rein, sobald der Ether das nächste Mal da ist, oder? So, wie viel Prozent haben wir da? Anbauen 46%, 39, 30. Dann würde ich sagen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dem Khalid, ja, das wollte ich nicht, ihn hier noch ins Jobmenü einzutragen, also die letzte Plantage, genau. Und dann wird das genial, Alter. Mann, 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 wir hauen hier raus, Leute. Wir könnten tatsächlich mal noch umsteigen und zwar haben wir eine Mehlüberproduktion. Bräuchten quasi noch einen Ofen und noch mal so einen Getreidespeicher. Ich dachte, da gibt es auch einen automatischen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es ist jetzt auch gar nicht schlimm. Wisst ihr, wie ich meine, wenn wir da ein bisschen overproducen, das ist erstmal okay. Wir könnten auch überlegen, ob wir mit dem Brot und irgendwas anderem noch irgendwie Dustwitches oder sowas machen. Ja, halt noch so ein Next-Level-Ernährungsstuff. Können wir alles irgendwann machen? So wie das jetzt läuft, würde ich es erstmal lassen. Wir können ja auch einfach sagen: Hier, guck mal, Hilde, mach das Gel, Weizenhydro, quit da mal ein, zwei. Nimm mal ein, zwei einfach raus und lass es. Naja, obwohl, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wisst ihr, wie ich meine? Wir auf der anderen Seite haben wir da halt ein Überdingens, aber sie arbeitet da ja auch die ganze Zeit. Sie erntet die ganze Zeit und klar geht dann irgendwann mal nicht mehr viel, weil ja halt alles randvoll ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich will den Level-Income ja trotzdem haben. Hier ist mein Arzt und dann machst du hier bitte schön ihn und ihn und ihn. Ja, genau. Doch, das macht schon Sinn. Jetzt gucken wir hier mal rein. Dürften halt alle komplett voll sein. Ja, quasi. Hier noch gar nicht ganz voll. Ja. Aber ihr seht, Tendenz steigend auf jeden Fall. Also da müsste man quasi einfach nochmal in die Kette ein weiteres Glied hier zwecks Getreidespeicher und Brotofen reinklatschen. Hat aber Zeit, wie gesagt. Also das eilt jetzt bei bestem Willen nicht. Sind die schon da? Die sind schon da. Krank. Wie schnell es immer geht, gell? Ja, Leute, das ist so die Geschichte. Ich muss ja auch sagen, die 65. Episode, ich habe Bock still, Zeit läuft, das ist tipptopp und wir haben auch noch ordentlich Zeit, das ist auch schön. Gab es hier ein Gemetzel? Ah, nee, habe ich mich gerade verguckt irgendwie. Damn, jetzt ist ja halt natürlich zu spät, als dass man noch was verkaufen könnte, außer in der Bar. Das heißt, wir müssen hier so ein ja, bisschen Zeit absitzen. Können schon mal in der Bar ein bisschen was verkaufen, aber halt in der Bar haben die für gewöhnlich auch am wenigsten Cash. Entsprechend, ja, wisst, wie es ist. So, machen wir mal unseren Sneak aus. Hier, mein Freund, wie sieht's denn aus? Na, lass uns handeln. Okay, Marisa, wir können hier die Zeit eigentlich auch mal laufen lassen. Ist zwar gegen meine Gewohnheit, aber wisst Bescheid, wir warten ja ohnehin. Deswegen passt das schon. So, ja, mehr geht halt nicht, gell? Könnten Food kaufen, macht aber halt keinen Sinn, weil wir einfach Food haben, das kracht. Dachte gerade, hier drin läuft irgendwie ein Radio oder so. Aber war einfach wahrscheinlich die Musik, die ich so ganz leicht im Hintergrund wahrgenommen habe. Heute sind die Kopfhörer nicht ganz so laut. Ja, also scheinen auch die solche und solche Tage zu haben. Ich weiß nicht, was da los ist, aber it is what it is. Ich bin echt froh, der Monat ist bald vorbei. Ich habe nämlich eigentlich quasi kein Cash mehr, dafür aber auch kein Headset, keine Schuhe und wisst Bescheid. Da wird gut, wenn Gehalt da ist, wird richtig gegönnt. Da habe ich schon echt Lust drauf. Also mal wieder vernünftiges Schuhwerk, das nicht bei jedem Schritt auf klammem Boden komplett durchnässt, wäre schon, ja, das wäre schon cool. Ah, ja, das ist unser Leben, Leute. Manchmal heißt es auch einfach abwarten. Wisst ihr, wie ich meine? It is what it is. So, jetzt müsste es ja aber bald losgehen. Ja, da hätten wir auch noch direkt reingehen können. Das kann man ja jetzt schnell machen und in der Zeit wird dann der Rest, denke ich, eröffnet. Eröffnet. So, hier meine Freunde. Alter, die haben da ja gerade richtig gehandelt. Ist das eine Karawane? Wir könnten wir bei denen vielleicht noch schnell handeln, ha? Boss der Schwarmkarawane. Ja, geil. Hast du Cash? Ja, der hat Cash. Nice. Okay, guck mal hier. Ich habe dir Kupfer. Oh, wir müssen dringend auch mal gucken, dann beim Baker Man.
ob der nicht schon wieder viel zu viele elektrische Komponenten im Lager rumflacken hat. Das könnte nämlich gut sein, denke ich, oder? Können wir wieder ein paar Forschungsbücher mitnehmen. Ah, da haben wir hier aber noch einige. Ja, anyway, das machen wir auf jeden Fall. Dann kann der hier nochmal ein bisschen Kupfer haben. Ja, das wäre schon so die nächste Geschichte. Also hier Kupfer und Brot, was wir gerade so machen, das ist schon okay, aber es geht schon mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Also wir könnten schon, ja, ich sag mal, gucken, dass wir da irgendwie so auf Next-Level-Stuff kommen. Ja, mit elektrischen Komponenten ist das schon ganz nett, aber irgendwie mal noch aus Brot was Höheres zu machen und dann quasi den Überhang auch verkaufen zu können, wäre schon nicht schlecht. Ja, also das könnte man durchaus so angehen, auf jeden Fall. So, hier ist nun auch eröffnet, können wir da noch rein und das müsste dann, denke ich, auch eigentlich fast schon reichen. Sag mir, was du hast, Alter. So, guck mal hier mal schön, ob der ein Masterwork Robotic da hat. Ja, vielleicht haben wir ja mal Ultra Glück oder so. Nö, sieht nicht so aus. Ja, hat nichts dabei, was wir gebrauchen könnten. Okay, dann gehen wir hier wieder auf den Happy und hauen mal noch den restlichen Stuff raus hier. So, schau mal. Dann können wir direkt nochmal zurück, nochmal Rand vollladen und das Gleiche eigentlich nochmal tun, damit wir dann auch wirklich Ruhe haben, ja. Zumindest für eine kleine Weile wieder. So, ja, rennt mal hier hoch erstmal. Ah, da ist immer ganz gut, denke ich. So, saven wir hier, springen dann einmal, ist eigentlich egal, halt irgendjemand, der in der Base rumfährt. Genau, und guck mal, was hier so los ist. Ja? Also, Verteidigung läuft. Ja? Die halten Wache und alles ist cool. Ich wollte beim Bakerman reinschauen, der hier nichts zu machen scheint, vermutlich, weil alles voll ist. Exakt, ja, okay. Der Bakerman macht entsprechend was? Nichts. Okay, ja, cool. Dann wäre es natürlich cool, wenn wir da irgendwie schnell die elektrischen Components woanders reinlagen. Das kann der Bakerman eigentlich auch schnell manuell machen. Also das ist kein Problem. Hier, guck mal. Also wir machen das mit dem Bakerman manuell. Packen uns das hier schnell rein. Packen es dann halt hier rein. Ah. Wisst ihr, wenigstens so ein Rucksack leeren Button. Das wäre doch schon mal vollkommen geil, oder? Also zack. So, und jetzt kann der hier wieder ein bisschen reinhauen, würde ich behaupten. Oh man. Ja, und die vier. So, und jetzt kannst du hier auch wieder arbeiten. Genau, dann haben wir das auch geregelt, soweit zumindest. Der Ion, da will ich nochmal reinschauen. Junge, der hat schon einen prallen Rucksack, gell? Warum ist denn der so fett? Ist der immer so fett oder kommt mir das nur so vor, weil der Ion so ein Zwuckel ist? Ja, der ist hier schon durchaus. Sag mal, was randaliert ihr eigentlich beide schon wieder? Eieiei, da wird immer randaliert. Immer am Randalieren, die beiden. Was macht das eigentlich, die Qualität zu fertigen? Schade doch, beeinflusst den Körperbau. Nice, das finde ich cool. Ja, werden wir nämlich hier. Sowas finde ich immer ganz nett. Wenn man quasi dann auch sieht, was die Profession einer Person ist, das finde ich ist ein absoluter Unique Trait aus Kenshi. Finde ich schon ziemlich cool. Oder bei Biomutant wäre es ja letzten Endes auch so gewesen, aber bei Biomutant suckt halt ass. Also, ich habe mich übel drauf gefreut. Ja. Hab mir dann Tests und Reviews und sonst was gegeben und es war ja wirklich eigentlich jeder enttäuscht. Also sowas ist immer so schade, oder? Wann kam das letzte wirklich richtig geile Game raus, auf das man sich so übelst freut? Jetzt mal vielleicht fernab von Elden Ring, das wird bestimmt viele von euch sehr hart bocken. Könnte ich mir gut vorstellen. Mein persönliches Ding ist es nicht so, obwohl ich dem auch glaube ich, vor allem, wenn jetzt dann irgendwann mal doch so ein bisschen die Ferienzeit kommt oder so, werde ich dem ziemlich sicher nochmal eine Chance geben. Ja, also das steht außer Frage, das werde ich tun. Sagen wir, ist der Swifty wieder da? Ja, der ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile wieder da. Komm mal hier rein. Wisst ihr, was geil wäre, wenn wir von hier schon die Lagersachen aufheben könnten? Wisst ihr, wie ich meine? Dann müssten wir gar nicht ganz reinschwimmen. Das wäre ideal. Hier reicht es auf jeden Fall schon mal. Können wir das alles mitnehmen? Schön die Electrical Components. Den hier. Und hier bitte auch alle. Zack, Junge, machen wir Cash. Wir machen so Cash, Leute. Wie viel Cash haben wir eigentlich? Ja, bald die 200k. Die machen wir easy voll mit diesem Verkauf, den wir jetzt gleich tätigen werden. Und ja, dann würde ich sagen, läuft schon bei uns. Dann könnte man sich durchaus überlegen, nochmal beim Rüssi-Schmied vorbeizugucken, also hier beim Rüstungskönig. Aber ich denke mir dann halt auch immer irgendwo, wisst ihr, wie ich meine? Wir haben jetzt die Rüstungsschmiede schon so hoch. Alter, das hat perfekt da reingepasst. Dass wir durchaus auch einfach chillen können und dann uns vielleicht zumindest erstmal schon mal leichte Rüstung geil herstellen können.
Wir könnten überlegen, ob wir noch ein schweres Rüstungsset holen. Das könnten wir durchaus machen, einfach um noch ein bisschen besser trainieren zu können. Vielleicht auch mal mit zwei Personen, das wäre schon cool. Aber ansonsten würde ich behaupten, ja, stehen wir einfach tipptopp da. Es ist schon so. Vielleicht gehen wir mit dem Swifty doch eher ins Totland schnell, oder? Weil wir haben ja gerade in der Flachlagune verkauft. Ich weiß noch nicht, wie schnell die jetzt wieder ihr Stock refreshen, ja, dass die wieder Cash haben, weil wenn wir jetzt umsonst hingehen, wäre halt auch blöd. Dann rennen wir lieber direkt ins Totland. Der Swifty ist ja Schwarm, Happy macht das eh nichts aus und wir sind auch einfach schnell genug, als dass wir uns da sehr sicher sein können, dass da nichts passiert und so. Genau, bei Khalid und Hilde scheint zu laufen, das mit dem Wasser scheint zu funktionieren. Der Strom ist jetzt noch so eine Sache. Jetzt gerade läuft zwar und ihr seht auch, wir haben hier super, aber jetzt ist halt wahrscheinlich hier auch gerade Wind. Ja, okay, Wind gerade 100%, aber wir hatten halt neulich diese 25% beobachtet. Sprich, wir hätten dann statt 350 irgendwie, was weiß ich, ja, so knappe 70, 75, 80, sowas um den Dreh. Und das ist halt shit. Ja, da brauchen wir durchaus noch mehr. Also wir müssen quasi so viele Windräder bauen, dass unser Bedarf, den wir brauchen, auch dann bedient wird, wenn der Wind nur sehr, sehr schwach weht. Ja, also dass er gar nicht weht, habe ich hier, wie gesagt, wie auch in meinem Außenposten-Guide mal erwähnt, noch nie erlebt. Aber dass er schwach weht, kommt durchaus ganz selten mal vor. Ja, solange hier aber 100% sind, sind wir halt natürlich auch krank am Überproduzieren letzten Endes. Und die Windräder sind natürlich Pain für die Leistung dieses Spiels, wenn man so will. Ja, Schotto, was ist da los? Bist du. Ah, okay, du bist halt so im Combat. Ich dachte, er wird direkt angegriffen irgendwie. Das hätte mich jetzt gewundert. Na, wie dem auch sei. Ja, auch mal wieder schön, dass mal wieder welche rumkommen so. Ja, hier irgendwie die Stadt. Überfall, Häufigkeit. Ja, das ist so ein Ding für sich irgendwie. Ja, man merkt schon, gell, wenn eine zweite Person unterwegs ist, wir mittlerweile hier einfach viele haben und so, dann ist das schon so eine Sache mit der Performance. Vielleicht hole ich mir echt mal, ich müsste wirklich mal schauen, woran genau das liegt. Also es ist schon safe wegen Elgato so, sonst habe ich mit sowas überhaupt keine Probleme. Das heißt, entweder mal ein neuer Prozessor oder mehr RAM noch, ja, obwohl ich den RAM-Schritt von 16 auf 32 meistens so ein bisschen lost finde. Für alles außer hier mein YouTube-Game wäre das nicht unbedingt notwendig für mich, finde ich. Also, ja, könnte man machen, aber wisst ihr, wie ich meine? Wofür brauchst du ansonsten 32 GB RAM? Also, ja, weiß nicht. Finde ich jetzt, würde mir jetzt nichts einfallen, was ich irgendwie an meinem Rechner mache, wofür ich 32 brauchen würde, außer eben das YouTube-Game. Und ein neuer Prozessor wäre eh mal eine Sache. Ich habe einen ganz vernünftigen, aber ich sehe hier meistens, der GPU ist das scheißegal. Aber mein Prozessor und mein RAM sind halt einfach nicht komplett ausgelastet, aber kommen halt stellenweise etwas an ihre Grenzen. Ja. Ein zweiter Rechner, extra für Elgato, wäre natürlich auch so eine Geschichte. Oder ich gehe wirklich mal dem Geheiß nach und steige mal auf OBS oder sowas um. Das könnte ich schon machen. Auch da bräuchte ich halt Zeit, mich mal so ein bisschen in das Programm reinzufuchsen, bis da alles läuft. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist alles Zeit, die ich eigentlich nicht investieren will. Zumal ich halt irgendwo auch für die Elgato bezahlt habe, ja, würde ich mir schon wünschen, dass ich die nutzen könnte. Es ist ja auch durchaus so, dass. Oh, damn. Oh, damn. Junge, was hat der denn abbekommen? Arme Schotto. Ah, der Ethel hat wahrscheinlich auf ihn geschossen, oder? Schotto? Ja, Beanhop, du kannst den gerne mal mitnehmen, gerade wenn du hier so stehst und den ins Bett bringen. Das wäre gar nicht so schlecht, mach das mal. Oh ja, ihr seht halt, gell, das ist schon echt ein Problem, das wir da haben. Sag mal, Bino, was machst du eigentlich? Bedient Maschine, manuelle Ölraffinerie. Ja, machst du das auch überhaupt oder was ist da los? Ja, sind. Oh, what? Ist unser Eisenplattenlager voll? What the hell? Krank, okay, ja. Dann, Bienenhop, stell mal aus Eisenplatten ein paar Pfeile her. Na, ja, ganz klare Sache, oder braucht man noch Eisenplatten? Ja, Ehre, mach das mal. Dann können die anderen nämlich auch weiterworken. Stellen wir uns schön ein paar Pfeile her. Wo werden die denn eigentlich gelagert? Ah, da habe ich doch letztes Mal schon irgendwie. Habe ich da nicht was gebaut? Armbrustteile, ja, aber das war das Falsche, gell? Es gab nicht wirklich einen Spot, wo man die Pfeile lagert. Zumindest war mir noch keiner gewahr. Na, wie dem auch sei. Wir bauen da jetzt einfach mal ein paar, und
werden dann schon sehen, denke ich mal. Ah, okay, sie nimmt es ins Inventar. Ja, das ist ja ideal. Dann hat die ja auf jeden Fall richtig viel Platz und so. Dann müssen wir uns da eigentlich keine Gedanken machen. Worüber wir uns Gedanken machen sollten, ist jetzt mal nach dem Swifty zu gucken. Der ist nämlich bestimmt schon da, oder? Jetzt gucken wir erstmal noch nach, ob er auch wirklich da ist. Aber der ist safe da. Ja, klar ist er da. Alles klar, Leute. Das ist so das Game. Ich muss ja echt sagen, gell, 65. Episode, das ist schon echt ein Brett. Ich habe mir sagen lassen, dass wir bald, eventuell bald, mit neuem Baker-Man-Shit rechnen dürfen. Darauf habe ich bös Bock. Wir haben gestern Abend einfach noch in der alten WG, in der ich immer gewohnt habe, die ganzen Baker-Man-Songs gepumpt und jeder hat's geliebt. Ja, weil es halt einfach geil ist, so. Sind schon echt ein paar heftige Bretter dabei, würde ich sagen. Eines Tages so ein Baker-Man-Album, das wäre schon. Ja, wird sich zeigen, ob sowas mal passiert. Das hängt an einigem. Ist ja auch ein arbeitender Mensch, entsprechend, ja, ist ja eh schon höflich genug, beziehungsweise cool genug, dass er sich ab und zu die Zeit nimmt. Ja, und ich finde, mehr kann man dann auch in dem Sinne nicht erwarten. Tue ich ja auch nicht. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn was kommt. Das steht natürlich außer Frage. Und ich denke, ihr zu einem großen Teil auch. Ich meine, die Resonanz darauf ist ja schon von den Leuten, die was dazu sagen, eigentlich durchweg positiv. Schon cool, würde ich sagen. Hier gäbe es natürlich ein paar Robotics. Wäre jetzt so eine Sache, nehmen wir da welche mit, bevor wir, wisst ihr, das nächste Mal herkommen und dann das, was wir gerne hätten, nicht finden. Hier wären jetzt gerade zumindest das Scout-Leg Masterwork, wäre sehr interessant für uns. Würde ich durchaus eigentlich ganz gerne mitnehmen. Hier wäre mein Masterwork cool mit Stärke. Ist jetzt gerade keins da. Man könnte jetzt echt überlegen, ob man das hier schnell mitnimmt. Ja. Haben wir einmal Left und einmal Right. Das wäre natürlich ideal. Ja, kommt, Leute, das machen wir. Ganz klare Sache. Ich meine, wir haben das Cash, ist gar kein Problem. Das nehmen wir mit. So, warte, jetzt hat er ja wieder Geld. Das war jetzt stupid von mir. Ach so, das ist ja Happy. Genau, hier, zeig mir mal nochmal, was du hast. Ich will das unbedingt sehen. Okay, Happy und jetzt schön hier, zeige es. Durchziehen den Spaß. Das ist immer wichtig, dass man durchzieht. So, uiuiui, ja, der hat natürlich sich einiges gekostet hier, der Einkauf. Aber wir haben eigentlich alles wieder reingeholt und immer noch die 2K, 200K geknackt. Wir könnten noch eine coole Waffe für irgendwen holen im Schrotthaus. Wir könnten generell mal wieder im Schrotthaus vorbeigucken. Einfach, weil wir halt gerade hier sind. Oder würde ich sagen, machen wir das. Das kann man schon mal machen. Vielleicht haben die ja mal wieder einen KI-Kern oder uralte wissenschaftliche Abhandlungen oder dergleichen rumliegen. Das wäre natürlich immer Zucker. Mal wieder auf ein bisschen Tour gehen wäre schon auch wichtig, gell? Also ich will jetzt hier das, ich sag mal, Rüst-Game, Außenposten-Game schon noch ein bisschen betreiben. Aber ich hätte auch echt mal wieder richtig Bock jetzt so eine kleine Expedition. Wisst ihr, wie ich meine? Echt mal wieder eine Ruine oder so. Aber wir hatten halt gesagt letztes Mal, dass wir dafür noch ein bisschen trainieren. Das habe ich jetzt ja zu großen Teilen auch gemacht. Aber wisst Bescheid, da geht natürlich noch einiges, einiges mehr. Die wäre natürlich brutal. Ja, aber die ist so schwer, die kann hier noch niemand gut führen. Nodachi, ein fettes, Schneidetyp 3 wäre halt schon sehr, sehr mächtig. Und ich liebe Nodachis. Ja, finde Nodachis eindeutig, meiner Meinung nach, zu einem kleinen Teil auch wegen dem Stil, aber zu einem großen Teil auch einfach generell. S-Tier, ja, würde ich ganz klar sagen, weil die so eine perverse Reichweite haben, dafür, dass das ein Katana ist. Und Katanas schwingst du halt schnell und dann kannst du eigentlich alles, was ein bisschen schlechter ist als du, stunlocken bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist schon mächtig. Ja, eine Fragmentaxt mal für Rain wäre halt schon auch cool, da sie ja gerade noch mit einem Säbel unterwegs ist. Da würde ich allerdings jetzt zu einem Kackmodell tendieren, einfach weil sie, glaube ich, auch noch gar nicht so viel Stärke hat. Hier mal so eine Kackplanke. 24 Kilogramm wiegt die. Ja, ich weiß nicht. Da würde ich, glaube ich, eher irgendwo irgendeinem Lappen eine klauen, als jetzt hier was total Heftiges zu kaufen. Ja, jetzt gucken wir mal noch. Oh, damn. Nochmal zwei. Geil. Die nehmen wir direkt mit. Die nehmen wir direkt mit. Ein Generatorkern könnte man sich auch überlegen. Staubmantel. Sollen wir uns das kaufen? Weil den könnten wir dann ja herstellen, oder? Technologie Level 1, ja, weiß ich jetzt nicht. Da kenne ich mich echt nicht so gut aus. Ja. Also wenn ihr da jetzt sagt, ja klar, P, nimm sowas auf jeden Fall in Zukunft mit, so Rezepte, dann können wir da mehr bauen. gerade wenn es jetzt um Rüstung geht, erstmal in unserem Sinne.
Das wäre schon nice. Wir könnten einem Swiftie eine heftige Armbrust kaufen. Ja, aber die braucht natürlich auch verschiedene Munition. Ich würde schon gern zu so einer kleineren Armbrust tendieren, die dann aber geil ist. Ja, das wird, da haben wir ja noch Zeit. Das eilt jetzt ja alles nicht. Krasse Waffen ranholen. Dafür sollten wir erstmal ein bisschen Stärke ranholen. Und bevor ich die Stärke ranhole, will ich generell ein bisschen trainieren, damit wir die Gegner nicht direkt hart verprügeln, weil die Stärke natürlich immer in den Schadenskatalog mit reinfließt. Sprich, du hast weniger Trainingszeit, weil der Gegner schneller am Boden liegt. Und entsprechend finde ich, dass es durchaus Sinn macht, solche Kampffähigkeiten vorher zu trainieren, beziehungsweise alles ungefähr, ist jetzt eine überspitzte Formulierung, aber alles zumindest zu einem gewissen Teil in ähnlichen Geschwindigkeiten zu trainieren. Weil es macht einfach häufig keinen Sinn, wenn ihr einen Wert mega maxt und dann einen anderen nachzieht. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Stärke maxt, indem ihr hier rumlauft und einen Rucksack überladen und sonst was, ja. Und dann anfangt Martial Arts zu trainieren, dann machen selbst eure Pisshiebe, die ab und zu auf jeden Fall ausgeteilt werden, wenn ihr dann trainieren wollt, halt, was weiß ich, 90 bis 100 Damage, weil ihr halt so viel Stärke habt. Und dann macht das halt keinen Sinn, weil dann liegt halt alles gleich, ja. Und dann könnt ihr nicht bei solchen kleinen Lappen trainieren, bei denen ihr sonst tipptopp trainieren könntet. Und entsprechend finde ich, ist das so eine kleine Wissenschaft für sich. Man kann schon jeden Wert einzeln hochziehen. Das ist auch der Fehler, den ich damals, das habe ich missformuliert in meinem Trainingsguide. Es ist nicht so, dass eure Gegner euch dann als stärker wahrnehmen, weil ihr diesen und jenen Wert höher habt, da immer nur der Wert verglichen wird, um den es gerade geht. Also wenn ihr mit irgendwem im Kampf seid, dann wird halt Nahkampfangriff gegen Nahkampfverteidigung quasi und andersrum, je nachdem, wer zuschlägt, wer blockt. Ja. Und das bestimmt quasi dieses, ist jemand stärker als du oder nicht. Aber es ist natürlich trotzdem so, das was ich gesagt habe gerade eben, dass wenn ihr schon überall sehr broken seid, dann seid ihr zwar nicht unbedingt stärker als der Gegner, ja, und deswegen levelt ihr langsamer, aber ihr levelt deswegen langsamer, weil ihr einfach die Situation nicht so lange behalten könnt, in der Events getriggert werden, in denen ihr levelt, ja. Wenn ihr 20 Damage macht, haut ihr 100 Schläge raus, bis alle Gegner liegen, beziehungsweise bis ihr liegt, ja. Und wenn ihr halt 100 Damage macht, dann tötet ihr halt einige von den Gegnern, mit denen ihr trainiert und kommt wahrscheinlich gar nie zu dem Punkt, wo ihr wirklich bewusstlos geschlagen werdet, ja. Also, und das finde ich dann halt einfach ein bisschen, ja, kontraproduktiv so. Also, ich hätte keine perfekten Zahlen oder so, wann man wie was jetzt wirklich hochziehen sollte, aber ich würde sagen, es macht durchaus Sinn, sich am Anfang zu überlegen, was will ich wie hochziehen und wie sollte ich das dann quasi machen, ja? Also was würde jetzt Sinn machen, als erstes zu ziehen? Was ziehe ich dann als zweites? Würde das, was ich als erstes ziehe, quasi irgendwie damit reinspielen, wie gut die Performance des nächsten Attributs, das ich hochziehen will, worked, ja? Und das ist einfach, ich finde, ja, nee, das ist eine Wissenschaft. Ja, auf jeden Fall, that's science. So, hier, da wird gehackt, genau. Ihr könnt jetzt auch wieder langsam chillen, würde ich sagen. Obwohl, hier werden die Eisenplatten gemacht. Ja, ihr könnt weitermachen, aber Baumaterial brauchen wir gerade eigentlich echt nicht unbedingt. Ihr könnt schön wieder hier, obwohl, guck mal, der Takao, der kann schon die unterste nehmen, damit er weit rennt, ja. Und so noch eben hier seinen ganzen Spaß von wegen, wisst Bescheid. Dies und das, Athletik und Schleichen und so noch ein bisschen hochzieht. Das wäre mir auf jeden Fall willkommen. Und jetzt könnten wir natürlich überlegen, ob wir mit Rain mal noch rausgehen und ein bisschen prügeln. Ja, das würde ich schon noch gerne einmal tun. Jetzt ist ja auch gerade Tagesanbruch. Das heißt, wir sehen tipptopp, was abgeht. Gehen wir mal aus dem Sneak raus und schauen mit der Rain ein bisschen rum. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Ja, hier, guck mal, da haben wir nämlich letztes Mal echt gut gezogen. Nahkampfangriffe mittlerweile hier auf 43 und 35. Das heißt auch, dass wir bei den Gruppen hier, wisst ihr, irgendwie hungrige Banditen, da leveln wir das jetzt echt nicht mehr gut. Oh, wir könnten gucken, welchen Rucksack haben wir, weil der macht ja den Kampfeffekt schlechter. Haben wir da noch einen richtig fetten, der den Kampfeffekt richtig beschissen macht? Der gibt Kampfeffekt minus 5. Ja, Bonus auf Kampffähigkeiten minus 5. Okay, was bringt unserer da gerade? Minus 2, ja, also das wäre schon mal ein Ding quasi. Das könnte man schon mal tauschen. So ein riesiger Rucksack wäre natürlich ideal. Wer hat da nochmal einen? Ich glaube, Ion hat da einen. Was macht der? Der macht minus 10. Ja, das wäre jetzt natürlich dope. Ja, wir holen uns schnell den, oder? Ganz klar. So, Rain, komm mal hierher geschwommen. Ion, komm mal hierher gelatscht. Hol den anderen Rucksack und gib den hier ab.
Dann nimmt den Range schnell mit, das wäre ideal. Weil minus 10 ist natürlich direkt geil. Wisst ihr, wie ich meine? Dann leveln wir halt quasi mit 33 oder was es auch immer wäre, also 43 runter auf 33. Und was der andere Wert wäre, halt auch minus 10, das macht dann schon was aus. So. Also dann steigen die Werte entsprechend schneller. Deswegen machen wir das auf jeden Fall so. Sieht eh cooler aus mit so einem Ding, finde ich, beim Ion. Was hat er nicht für eine Waffe? Ja, können wir ihm eigentlich mal irgendwas anziehen, so, oder? Ein Hut wäre mal noch cool, den kann er aber auch mal nehmen, oder? Ja, ein Hut, das macht auf jeden Fall was mit dem Ion. So, ja, Ion, das ist tipptopp. Rain, du kannst hier schnell, den Rucksack wechseln. Und dann ist die richtig scheiße im Kampf. Das ist tipptopp. Izumi wird angegriffen. Ja, blockt es mal. Oh, speichert automatisch. Ich dachte gerade schon. Aber was habe ich hier jetzt? Okay, cool. Das war ja irre. Das hatte ich noch nie, dass da dann so ein Graphic-Bug entsteht, wenn man quasi während einem Save abspeichert. Ich meine, irgendwas anklickt. So, jetzt, wo ist unser Schwifty? Der ist irgendwo, ist der noch irgendwo unterwegs? Wo Schwifty? Wo du? Wo diese? Wo ist er denn? Ah, da. Okay. Komm du mal bitte hier ran und hau mal schnell das Peakfing weg, während Izumi da blockt. Seht ihr, so läuft das nämlich bei uns. Kann Izumi schön Nahkampfblock ein bisschen leveln hier. Ha? Sehr schönes Ding. Ja, so erträumen wir uns das doch. Dann kann der Schwifty danach auch direkt mal bei dem noch trainieren und wir können da ein bisschen Leder rausholen. Das ist doch jetzt tipptopp eigentlich. Hast du gedacht, oh nee, jetzt ein Beakfing in der Base, das ist irgendwie blöd, aber es ist doch jetzt eigentlich ideal. So, ja, haben wir hier sogar noch ein bisschen Fleisch rausgeholt. Da wird es nämlich auch schon wieder, ja, knapp wäre übertrieben, aber ist Bescheid. Wurde auf jeden Fall schon wieder einiges konsumiert. Und entsprechend ist das doch hier eigentlich ideal. Wir können uns mal ein paar Pfeile auch holen von Beanhorb. Rain müsste gleich draußen sein. Tipptopp, die kann ruhig schon mal. Obwohl, lassen wir erstmal einfach ein bisschen draußen stehen. Machen wir jetzt hier erstmal das mit Swifty und seinen Pfeilen. Das ist jetzt wichtiger. Beanhorb, wie viele hast du schon? Ja, einige. Das ist ideal. Gib die einfach mal einen Swifty, damit der richtig schön, ja, sein Leben lebt. Ja, das jetzt sieht jetzt natürlich ultra kacke aus, aber wir haben eh noch was zum Ablegen. Das können wir hier gerade auch machen. Und zwar einmal die KI-Kerne da rein. Das Leder hier rein. Na, so. Die geilen Parts, wo tun wir die denn rein? Die würde ich hier vielleicht irgendwo erstmal lagern einfach. Ja, ah, da ist ja auch noch eins drin, aber Experte, IC, haben wir hier nochmal zwei Masterworks. Genau so wollte ich das machen, ja. Okay, und jetzt können wir hier den sortieren und die hier da dazu sortieren. Dann hat der Swifty richtig schön Ammo am Start und kann entsprechend mal noch für dieses Beakfing hier gehen. Ja, und dann mal wieder trainieren. Das ist ja echt schön, dass sich das immer wieder hochheilt. Können wir da immer wieder. Cool, können wir ja auch den mal abschießen, oder? Ja, den trifft man nicht gut, aber das wäre halt perfekt, um da zu trainieren, eben weil man ihn nicht trifft. Weil schießen tun wir ja trotzdem dann, gell? Verschlechtert er sich? Ja, dammit. Das ist jetzt schade, sonst hätten wir echt quasi ins Unendliche trainieren können, indem wir einfach die ganze Zeit an ihm vorbeischießen. So, liebe Rain. Oh, genau dahin wollen wir. Ja. Nein, was macht ihr? Okay, ja. 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 Oh ja. Wir merken uns schnell. Nahkampfangriff 43, Nahkampfverteidigung 35, Säbel 32, Zähigkeit 7. Ja, komm, ich mach schnell ein Foto, oder? Als ob ich mir das merke. So. Da, okay, dann kann ich da nachher einfach schauen, wie es aussieht, was wir dazu gewonnen haben. Lass das hier gerade mal so für mich offen. Zeitler, oh, wir sind ja schon wieder fast hier Richtung Ende unterwegs. Aha, wieder Brust, ganz casual, Brust und Bauch. Wir brauchen unbedingt noch hier ein Masterwork.
Da könnten wir doch eigentlich mit dem INB mal losrennen, noch zum Rüstkönig. Vielleicht schaffen wir das gerade noch so, diese Episode. Und eventuell hat er ja endlich mal so ein Ding da. Das wäre schon cool. Okay, guck mal, INB, kannst du bitte einmal erstmal hier hinrennen? Das wäre Ehre. So, wo ist die? Wo waren wir jetzt in Combat gerade? Da, genau. Alles klar. So, schau mal hier, Rain. Und dann ziehen wir uns das rein. Ja, teilt schon mittlerweile richtig gut aus, gell? Also das macht auf jeden Fall was. Ihr seht, unser Angriff bei minus 24, eben auch durch die Ausrüstung, das ist halt mega geil, weil wir leveln jetzt quasi, als hätten wir 21, beziehungsweise jetzt 22, ja. Und Verteidigung leveln wir, als hätten wir 28. Und eben nicht, als hätten wir 46 und 36. Und entsprechend geht es halt auch richtig hoch. Es geht richtig hoch, oder? Was hatten wir hier? Nahkampfangriff war doch auf 43, oder? Ja, ich habe hier ein Bild gemacht. Ja, 43, haben wir schon 3 Punkte reingeholt. Ja, schaut auch mal. Das ist schon, ne? Haut schon raus. Hier direkt der nächste ab. Geil. Geil. So kann man das richtig schön ziehen. Wenn wir jetzt noch hungern würden, wäre es ideal. Dann wären unsere Werte nämlich noch weiter in den Keller gedrückt und entsprechend könnten wir noch härter reingehen. Ja, geh mal rein hier. Schön, noch ein paar Runden können wir schon noch machen hier. Wollen die in unseren Outpost gehen? Wir könnten die da noch reinlocken, oder? Dann würden die drin auch noch ein bisschen trainieren können. Also unsere SchützInnen. Und wir könnten dann ganz geschmeidig hier noch ein bisschen. Auf den Garou, der Arme. Das lasse ich nicht zu. Also wenn, dann häut ich den, das ist ja ganz klar. Haben die den getötet? Die haben den nicht mal getötet. Wo, mit wem komme ich eigentlich? Wo ist denn Rain? Ah, da, doch, ist schon richtig hier, ja. Guck mal da bitte. In den Garou rein. Darf ich nicht? Doch, darf ich. So, das ist nämlich unser Fleisch, ja. Ist ja vor unserer Tür getötet, dann will ich da auch beteiligt werden in dem Sinne. So, und jetzt würde ich sagen, reicht das erstmal. Okay, wenn wir so ideal vor der Base sind, können wir ja auch hier chillen. Ist gar kein Problem. Ja, und jetzt Rain. Okay, sie will nochmal, sie will mehr und mehr. Ja, das verstehe ich. Sie sehnt sich ja auch immer nach den Kämpfen, hat sie ja auch oft gesagt. So, INB, kriegst du es hin? INB? Ob du es hinkriegen tust? Bro. Ja, danke. Und jetzt hier hoch, bitte. Das geht jetzt leider nicht. Was ist denn mit dir? Ah, jetzt müssen wir da wieder weiß. Jetzt muss ich da wieder persönlich, ja, hinkommen, höchstwahrscheinlich, und dann das regeln, weil die es einfach manchmal überhaupt nicht geschissen kriegen. Ja, hier scheint zu funktionieren. Genau, renn bitte einfach da hoch. Kann ja jetzt nicht so hart sein eigentlich. Hier wäre cool. Renn mal dahin. So, irgendwie hier. Das wäre lässig. Das schafft er irgendwie. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Rain schwimmt eigenständig rein. Das ist schon mal cool. Die kann auch direkt hier das Bett anwählen und sich hinknacken. Das sollte sie auf jeden Fall machen. Jetzt vergleichen wir mal die Werte. Wir haben rausgeholt beim Nahkampfangriff 4 Punkte. Bei der Verteidigung haben wir 2 Punkte rausgeholt, also beträchtlich weniger. Bei den Säbeln haben wir nur einen Punkt rausgeholt und bei der Zähigkeit haben wir ebenfalls 2 Punkte rausgeholt. Ist okay, kann man machen auf jeden Fall. Oh yeah, da werden sich beide freuen. Ja, wisst, wie es ist? Löwenzahn-Supply muss da sein. Was macht denn der Kalid hier? Okay, vielleicht kam der irgendwie Rain vorher zur Hilfe, weil das hier so nah dran war. Das könnte ich mir vorstellen. Der INB ist auf jeden Fall unterwegs. Er scheint hier nach und nach Sachen zu entdecken. Können trotzdem mal gucken, dass er auch weiterhin, ja, Bewegungsbefehl ist an. Da müssen wir nachher gleich mal nachschauen, wie das dann beim INB genau ist. Kommen die nicht rein? Narcos Falle, was war das denn nochmal? Er rennt ja einen komischen Weg. Ah, das ist so ein Wegpunkt, genau. Ich glaube, da in der Nähe habe ich mal richtig hart Beef angefangen. Irgendwas klingelt hart bei diesem Namen.
Ich muss mal drüber nachdenken. Vielleicht fällt es mir irgendwie nächste Episode oder so nochmal ein, was da los war. Aber irgendwas richtig Heftiges verbinde ich mit diesem Namen. Ich weiß nicht, ob ich da mal richtig aufgemischt wurde. Also quasi wiped out aufgemischt wurde. So mit 10 Leuten wurde ich irgendwo mal, ich glaube, das war da, so hart von irgendwas aufgemischt, dass das Game vorbei war. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich konnte nichts tun. Die haben alle von mir so hart verprügelt, dass niemand irgendwas tun konnte. Und ich glaube, das war da. Könnte jetzt aber auch sein, dass ich mich täusche. Ja, so, dann springen wir mal zum ENB. Wie viel haben wir denn noch? Ja, vielleicht schaffen wir das gerade noch so. Wäre halt natürlich Ehre, wenn der, ja, also in Ehre geboren, der Erebor, wenn der Rüstungsschmied, also hier der Rüstungskönig in dem Sinne, auch wirklich so ein Ding da hat. Ja, wenn nämlich nicht, wäre das jetzt natürlich mal wieder unschillig gelaufen. Aber wir haben sehr viel Cash, wir können uns da sehr viel gönnen, wenn es denn mal lädt. Und ja, das wäre, wir werden jetzt einfach sehen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht haben wir ja Glück. So, hier schwimmen wir ein schönes Stück, gell? Das dauert schon echt lang, dahin zu schwimmen. Ich weiß, man kann hier rechts so ein bisschen lang laufen, aber häufig habe ich dann das Problem, dass sie dann hier nicht checken oder da vorne nicht checken, dass sie auch einfach ins Wasser gehen können und weiter schwimmen. Und dann sehe ich schon oft das Szenario, dass er komplett den Weg wieder zurückrennt, um dann vorne ins Wasser einzusteigen und wieder den gleichen Weg zu schwimmen. Deswegen würde ich darauf verzichten und schwimme lieber direkt los. Ja. Darauf einen Schluck Wasser. Oh ja, das brauche ich dringend gerade, sehr dringend. Muss auch nachher dringlichst etwas essen, ja. Vielleicht gönne ich mir. Ja. Ne, ich weiß noch nicht, was ich mir gönne. Ich muss erstmal schauen, was überhaupt noch da ist. Oh nee, heute ist ja Feiertag. Also, oh yeah, aber auch irgendwie, oh nee, weil ich glaube, ich habe nicht so geilen Scheiß da. Ich hätte zwar auch nicht wirklich Geld für geilen Scheiß, aber ihr wisst, wie es ist. Irgendwie habe ich gerade Bock auf irgendwas. Auf Asiatisch hätte ich gerade Bock. Irgendwas, was jetzt richtig, was so spicy ist, dass ich all die Gifte in mir ausschwitzen kann. Ja, und dann noch irgendwie. Oder ein Ofengemüse. Boah, Ofenkartoffeln wären jetzt heftig mit so einem Ofengemüse dazu. Und dann irgendwie ein Tzatziki-Dip, der vor Knoblauch nur so strotzt. Alter. Ich muss nachher dringend die Küche plündern. Mal schauen, was noch so da ist. Manchmal findet man ja in so. Jeder hat diese eine Kommode in der Küche, in die man sehr selten reinschaut. Und manchmal findet man da noch Schätze. Kennt ihr das? Wenn ihr so. Oh damn, ganz hinten ist noch ein randvolles Glas Pesto. Oh shit. Ja, Instant-Nudeln mit Pesto. Geiles Leben. Ja, kann man sich dann schon gönnen. Zumindest ist es bei mir manchmal so, dass sowas passiert. Dass da hinten dann noch irgendein Schatz gefunden wird. Ah, wie ich's lieb, wenn sowas passiert, wie ich's lieb. Beide gerade ein bisschen auf dem Sofa chillen hier. Die Kaninchen leben ihr Leben, ich lebe mein Leben. Alle sind da. Wird cool heute, wird glaub ein guter Tag. Nehme jetzt hier die Episode auf, die nehme ich hier wirklich auch am Feiertag auf, wie ihr ja unschwer raushört. Ja. Und dann habe ich morgen den ganzen Tag Zeit, am Wochenende eh auch die ganzen Tage komplett Zeit. Und da bin ich mir sehr sicher, dass da hart gehasselt wird. Also ich muss ein bisschen was für die Uni hasseln, aber dafür würde ein Tag komplett reichen. Ich muss ein paar Texte hasseln, das würde ich hinbekommen und dann vielleicht so ein Sammelsurium an ersten Ideen für den nächsten Essay irgendwie schon mal rausschreiben. Das wäre cool. Oh damn, ich muss heute mein Essay noch einreichen, den anderen. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Genau, ja, also das ist so die Geschichte. Ich werde auf jeden Fall viel Zeit haben, auch für YouTube was zu tun. Da bin ich mir sehr sicher. In dem Sinne könnt ihr euch eventuell über eine Surprise-Episode am Wochenende freuen. Oder vielleicht gehe ich auch nochmal ein ganz anderes Projekt an. Das wird sich zeigen, je nachdem, worauf ich dann halt Bock habe. So, wo ist denn der Rüstungskönig? Aha, da ist er ja. Alter, da würde ich Rotz und Wasser heulen, wenn der auf einmal nicht mehr da wäre irgendwie. Das wäre schon blöd. Ja, da bin ich schon immer am ehesten Fan von der Samurai-Rüstung, gerade wegen Bauch und Brust so. Auch wenn die hier jetzt ein Masterwork ist und ich die auch ganz cool finde, aber ihr seht halt, Bauch hier mit 70% ist nicht so mein Ding. Ja, ich weiß ja nicht. Hier wieder eigentlich sehr viel Shit da. Also so fürs Verhältnis. Rostiges Catnap, mittlere Rüstung. Nein, ich brauche schwer. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung.
Nein, bitte nicht. Nein, schon wieder nicht, verdammt. Und mit denen hier habe ich auch kein Glück. Haben wir einen Helm dabei? Ja, ein Masterwork-Helm wäre noch dabei. Okay, cool. Ah, mittlere Rüstung-Experte, das wäre jetzt die Frage. Sollen wir dafür gehen? Das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr viel besser als das, was wir aktuell haben, weil es halt minderwertig ist, was wir aktuell haben. Aber es ist halt nicht schwer und es ist halt vor allem nicht mal Meisterwerk. Ja, das ist ja Quatsch. Also, nee, dafür, sorry, dafür lasse ich das Geld echt nicht liegen. Sehe ich nicht so ein. Leute, dann würde ich gerade sagen, an der Stelle, gute Punktlandung hier auf circa 45 Minuten. Ich wünsche euch was. Stay hydrated, stay catchy. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Hä? Hab Bock auf Let's Play, wo kennst du mit dem P? Du willst Let's Plays schauen, abonnier doch den Kanal. Akamaru ist mein Bounder und schon ziemlich stark. Ja, sie zerreißt dich, wenn du muckst, also geh besser mal. Deckhunter und Bandits hängen mir am Arsch. Häng am Arsch. Doch nicht im BNB, er hat den roten Hut und den Philemon. Das ist ein echter Hase und kein Pokémon. Er macht Let's Plays mit viel Freude. Immer wieder geil, neue Folge, alles was du willst, gib's bei P, also nicht lang zögern. Besser abonnieren, besser abonnieren, besser abonnieren, besser abonnieren, besser abonnieren, besser abonnieren.